Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Reft. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Detlef und zusammen mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Richtig, richtig geil. Erkunden wir jetzt hier die Unterwasserstellen bzw. die Riffe vor der Insel mit dem Monolith. Ja, wir sind immer noch dort. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Baufolge eingelegt. Schaut mal, das haben wir mittlerweile geschafft, aus dem Boden zu stampfen. Ich hatte ja gesagt, ein erster Raum hier mit den... Wir haben uns dafür entschieden, dass wir hier einen botanischen Garten bauen. Und jetzt kommt der absolute Hammer, was ich mir dann zwischen den Folgen beim Ausräumen, beim Einräumen, beim Umschlichten noch überlegt habe. Natürlich kommt hier hinten noch eine Tür ran und wenn alle Stricke reißen, schaut mal, das hier ist eigentlich unsere Nullachse, wo der Anker durchgeht und hier oben das Lenkrad ist und schaut mal, wie viel wir hier Platz noch nach außen haben. Wir könnten theoretisch, wenn alle Stricke reißen, könnten wir sogar diesen Raum noch ein oder zwei Elemente rausziehen, wenn wir das wirklich wollten. Dann könnten wir hier auf jeden Fall anschließen, hier könnten wir das könnten wir auch gerade machen und so weiter und so fort. Das wäre alles kein Problem, aber wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Dazu, ja, wie gesagt, bräuchten wir auf jeden Fall, was heißt bräuchten wir? Wir könnten uns dann noch mehr Gärten leisten, noch mehr kleine Anbauflächen, noch mehr mittlere Gartenanbauflächen. Ich habe hier drüben aus der Küche, habe ich mir als erstes mal das Kleine geschnappt, habe mir es hier hergestellt und das hätte ich jetzt mit euch zusammen vollendet. Schaut mal, den zweiten Entsalzer habe ich auch schon hier hergestellt. Das heißt, hier drüben hätten wir jetzt definitiv frei und das ist jetzt hier wirklich reineweg eine Küche. Das ist jetzt wirklich hier so, wie es ist. Komplett mit allen drum und dran. Das heißt, die Grills könnten wir natürlich auch stehen lassen, auch die kleinen Entsalzer, wobei die gehören ja nicht rein, aber die Grills auf jeden Fall. Und die Kisten hier könnten wir auf jeden Fall hier weiterbauen. Das heißt, selbst wenn alle Stricke reißen hier hinten, könnten wir hier alle Rezepte abbauen bei der Küche und könnten dann alle nacheinander hier drüben wieder anbauen. Ich würde dann sagen, entweder wir bauen hier drüben dann die Küche an und reißen dann erstmal hier diese komischen Stützen weg, das stört mich auch immer ein bisschen hier in dem Raum. Oder wir reißen dann die Entsalzer weg und bauen dann als erstes den Grill erstmal weiter. Also können wir machen, wie wir wollen. Wie gesagt, der Kreativität hier auch wieder absolut keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil, ihr seht jetzt mal, was die Küche für einen Platz bietet, wenn das Ding wirklich als Küche so, nur als Küche so herhält, ne? Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, weil alles andere, das sind meine Gartenanlagen und die gehören natürlich da drüben in diesen wunderschönen mit Reet ausgestatteten kleinen Raum. Das hätten wir jetzt auch verendet, das wäre auch da drüben. Jetzt habe ich mir nur noch mal Gedanken gemacht, wenn wir die mittleren Anbauflächen bauen würden, was brauchen wir denn? Und Leute, wir brauchen gar nicht viel. Das sind nur Planken und Schrott, genauso wie die kleinen, das sind auch nur Planken und Seile. Und die großen Anbauflächen könnten wir oben im ersten Stock draufbauen. Ich sage euch auch warum. In diesen großen Anbauflächen, da gehen die Möwen nicht dran. Das heißt, in diesen großen Anbauflächen könnten wir locker da Palmen oben aufziehen. Das wäre kein Thema. Und dort könnten wir zusammen mit den Palmen, könnten wir dort unsere eigene kleine Baumzucht auf dem Raft, könnten wir auf jeden Fall ins Leben rufen. Das wäre kein Problem. Da hätten wir ständig Holzvorrat bei uns auf dem Raft. Und schaut mal, wenn wir 20 Anbauflächen hätten, hätten wir immer 100 Planken, die wir dort schlagen dürften. Ne? Also eine Palme bietet ja immer 5 Planken. Es kostet natürlich in der Anschaffung sehr, sehr viel. Schaut mal, 4 Seile, 6 Nägel, ein Scharnier und 10 Planken. Aber ich sag mal, spätestens wenn wir das zweite Mal dort eine Palme angepflanzt haben oder das dritte Mal, wird sich das schon ausgleichen, wird sich amortisieren. So viel als Zukunftsmusik. Das hier lassen wir natürlich jetzt so richtig, richtig geil und gerne als Küche stehen. Wie gesagt, hier oben ist dann noch, ja, hier oben wäre dann noch eine Tonschale dabei und eine Planke. Das sollten wir ausräumen, bevor wir die Küche umstellen. Und ja, so weit, so gut, ne? Ich sag mal, bevor wir jetzt hier... Könnten wir aber eigentlich auch so machen. Wir packen dann hier natürlich noch weiter die Haifilets drauf. Packen das wieder mit Planken, damit wir endlich mal wieder bisschen was zu beißen haben. Das packen wir wieder hier rein. Dann essen wir mal 2 Stücken Fleisch. So, wunderbar. Packen wir hier rein. Nehmen uns noch was zu trinken mit hier vorn. Deshalb ist es ja hier so ein bisschen in der Mitte angelegt, damit wir ständig schön Zugriff drauf haben. Und dann würde ich sagen, wir legen uns mit dem Hai an, tauchen ab. Und jetzt kommt der Hammer, was ich noch gebaut habe. Schaut mal, wir können jetzt deutlich, deutlich schneller unten farmen. Ich würde trotzdem wieder gerne auf der Insel alles mitnehmen, was die Insel zu bieten hat. Ich hoffe, ihr habt noch nichts dagegen. Wir machen das ein bisschen schneller jetzt. Wir haben die Spezialhäken dabei und wir haben auch die Flossen, wie auch die Sauerstoffflaschen. Und die nutzen wir jetzt und los geht's, rein ins Wasser. So, da kommt er, der Hai.
Schaut mal, wir sind an einer Stelle angelandet, wo es definitiv mal keinen Riff gibt. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, der Hai, der wird hier in ganz, ganz tiefe Gefilde rumschwimmen. Das ist richtig gut, denn hier hinten wird uns dann gar nicht suchen wollen. Das spart uns unheimlich Zeit und ich sag mal, wir nutzen erst die Spezialausrüstung, die Taucherflaschen wie die Sauerstoffflaschen wie die Flossen, wenn wir direkt an einem Riff dran sind, okay? Dann geben wir richtig Gas, machen eine richtig schnelle Lootrunde und dann bin ich mal gespannt, was wir in kürzester Zeit da rausholen können. Schaut mal, der Hai ist schon wieder Geschichte, sehr, sehr schön. Und ich sag mal, hat sich gelohnt, wieder 4 rohes Haifleisch und los geht's. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist, wir könnten es auf jeden Fall auch mal probieren. Es raft natürlich noch auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Meiner Meinung nach ist, ist das zu viel Haifleisch vom Hai. Das heißt, nach wie vor gehe ich da davon aus, dass, ich sag mal, auf erhöhten Schwierigkeitsgrad vielleicht das Essen und das Trinken etwas, ja, noch mehr an Gewicht gewinnt. Vielleicht die Tiere, also alle Tiere, ein bisschen mehr Leben haben. Das interessiert mich auch. Und vielleicht auch es nicht so viel Material gibt, was man hier abluten darf. Interessiert mich alles. Wie gesagt, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es dann auf erhöhten Schwierigkeitsgrad geht. Jetzt schwimmen wir erstmal hier lang. Schauen mal. Okay, das Riff ist auf jeden Fall gefunden. Das ist zumindest mal hier. Wir packen schon mal alles runter, damit es jetzt mal richtig schnell gehen kann. Und dann nehmen wir auf jeden Fall alles mit, was geht. Es gibt sogar wieder Muscheln hier. Toll. Es gibt wieder jede Menge Sand hier. Wir gucken auf jeden Fall natürlich auch noch nach Metallen. Nach Erzen wie nach Kupfer. Wir nehmen alles mit. Ne, hat man ja gesagt, kein Problem. Das ist auch wieder so ein riesengroßes, wunderschönes Riff. Mit sehr vielen Sachen, die man hier einfach abluten kann. Und es macht sich halt wirklich bemerkbar. Ne? Schaut mal, es macht sich echt diese Sauerstoffflasche und diese Flossen. Es macht sich halt wirklich bemerkbar, weil wir hätten schon längst mindestens ein oder zweimal auftauchen müssen. Aber müssen wir nicht. Wir müssen hier nochmal kurz abwarten und dann können wir wieder runter und können wieder weiter suchen. Und das finde ich halt richtig geil. Gerade wenn man so viele Schmelzen hat wie wir. Wie gesagt, die Schmiede, die wird da drüben auf jeden Fall noch mehr werden. Wir werden das Lager hier komplett umbauen. Wir werden das Lager komplett dort rausziehen. Und werden dort nochmal so viele Schmelzen auf der anderen Seite positionieren. Und dann werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir immer genügend Planken dort drüben als Vorrat haben. Dass wir wirklich, wenn wir was ganz, ganz eilig, wenn wir dort ganz, ganz eilig was schmelzen müssen, dass wir dort einen ständigen, richtig geilen Vorrat an Planken haben. Und dann geht das richtig vorwärts. Weil ich schätze mal, jetzt haben wir zurzeit 9 Schmelzen dort stehen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir dort dann irgendwann mal 18 Schmelzen dort stehen haben und die dann in derselben Zeit Seetang zum Beispiel zu Glibber verarbeiten, was denkt denn ihr, wie schnell wir dann, wenn wir mal keine Unterwasserausrüstung mehr haben, was denkt denn ihr, wie schnell man dann Unterwasserausrüstung mal schnell herbekommt? Unglaublich. Das geht richtig schnell. Es gibt auch verschiedene Zeiten, habe ich gelesen letztens. Es gibt immer bestimmte vorgegebene Zeiten, wie lang irgendwie ein Material oder ein Material in diesen Schmelzen braucht, ehe es geschmolzen wird. Da gibt es natürlich unterschiedliche Materialien. Wir haben es ja gesehen, gefühlt ist der Seetang immer schneller wie dieses Metall. Und dieses Metallerz dauert nicht so lange wie das Kupfererz. Das ist nicht nur gefühlt so, sondern das ist tatsächlich so. Da gibt es dann wirklich direkte spezielle Zeiten, wie lange das alles dauert. Das eine dauert, keine Ahnung, 7 Minuten, das andere dauert 3 Minuten, das andere nur eine anderthalbe und so weiter und so fort. Und das ist direkt vorgegeben, das ist vom Spiel her, wenn man die Mechaniken dann mal alles kennt, dann kann man sich ja auf jeden Fall auch darauf noch einstellen und könnte dann sagen, hey, mir hat jetzt mal viel Zeit oder man macht hier eine kleine Loot-Tour, dann haut man mal 18 Erz dort rein. Man kann das gemütlich durchschmelzen und wenn man wiederkommt, tut man die gerade raus und haut die nächsten dort rein. So als Beispiel. So, das packen wir mal wieder raus. Weil, so wie es aussah, ist das das einzige Riff hier gewesen. Ja, es ist hier leider nicht so viel. Macht aber nichts, im Gegenteil. Dafür war die Truhe und so weiter und so fort. Das war alles an Land. Ist auch mal nicht schlecht. Ist das... Okay, das ist unser Ruder. Ich wollte gerade sagen, ist das der Heischer wieder? Das gibt's gar nicht. Aber ich sage euch, der schwimmt auch hier schon wieder irgendwo rum und treibt hier sein Unwesen. Ich würde nochmal gerne interessieren, wo er ist. Schaut mal, da hinten kommt er.
Und der hat uns schon wieder im Visier, ne? Raus hier. Und schwimmt er jetzt unter uns lang? Nee, er hat uns gesehen, ist aber gleich wieder abgetaucht. Okay, alles klar. Ja, ich würde so gerne noch hier draußen das Fass haben, aber schaut mal, die Strömung geht genau da raus. Was heißt das für uns? Kriegen wir. Alles kein Problem. So, jetzt packen wir das alles mal in die Ankommenkiste hier rein. Alles das, was wir hier gefunden haben. Dann würde ich trotzdem sagen, die Taucherausrüstung packen wir natürlich wieder dort rein, wo es Ausrüstung, wo man Ausrüstung hinpackt. Und zwar wieder, ne, direkt hier rein. Alles andere würde ich sagen, packen wir auch wieder da rein. Und dann stechen wir wieder ins See, würde ich sagen. Ne, den Haken nicht. Ich würde eher den, genau, den bisschen schwächeren nehmen. Und schon sieht das alles gut aus. Schaut mal, Seetang. Habe ich dann zwischen den Folgen natürlich hier nochmal reingepackt, weil wir sehr, sehr viel gebraucht haben, gerade eben für die Taucherausrüstung. Und ihr glaubt ja gar nicht, wie schnell das geht, wie schnell dieses Seetang hier durchklimmt. Unglaublich. Und deshalb sage ich, es gibt hier die unterschiedlichsten Zeiten, wie lange hier was braucht. Und das ist tatsächlich so. So. Wir wären fertig mit der Insel. Unterwasser wie Überwasser. Ich würde sagen, bevor wir den Anker lösen, bevor wir den Anker lichten, so heißt es ja in Fachkreisen, würde ich sagen, wir drehen unser Segel genau in Richtung dieses Fasses. So. Und jetzt würde ich sagen, Anker lichten. Und es geht weiter für uns. So, Fische gab es keine mehr. Nein. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch mal mehr bauen. Wir bräuchten auf jeden Fall mal noch ein paar mehr Fischernetze. Das wäre auch mal nicht schlecht. Dafür bräuchten wir ganz normale. Und die müssen wir dann umwandeln, weil wir immer ein Sammelnetz, nochmal extra Planken und nochmal extra Seile bräuchten. Und dann kann man wieder Fischernetze bauen. Ja, da könnten wir ruhig mal auch noch extra mal 3-4 Stück machen, weil das ist sehr, sehr nahrhaft, Fisch. Und wie gesagt, auf so einem mittleren Grill kann man ja gleich drei kleine Fische kann man ja gleich durchgrillen. Und das macht sich schon richtig bemerkbar. So, wir gehen auf jeden Fall hier auf der Seite. Das ist richtig gut. Jetzt haben wir nur ein Problem, und zwar, das ist ja auch der erste Stock. Das heißt, normalerweise haben wir immer einen schönen Blick gehabt, da wo wir hingesegelt sind. Das sehen wir jetzt nicht mehr ganz so gut. Schaut mal, hier außen ist eine Möwe drauf. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Wir schnappen uns Pfeil und Bogen. Einmal Bogen. Wo sind unsere Pfeile? Ach, die haben wir noch im Inventar. Auch geil. Dann gehen wir gleich mal hier hoch. Ganz leise. So, und dann... Ja, es tut mir leid. Okay. Schaut mal. Ja, es tut mir wirklich leid. Aber schaut mal, was es gibt. Schaut mal, was es gibt. Ja, es gibt Geflügelfleisch. Das ist richtig gut. Es gibt hier wirklich Geflügelfleisch auf der Seite. Das heißt, dieses Geflügelfleisch könnten wir jetzt wieder auf den Grill packen oder für unsere Rezepte verbrauchen oder. Und das macht es schon wieder attraktiv. Das ist richtig, richtig geil. Ich würde sogar noch sagen, wir packen hier hinten extra mal noch wie so einen kleinen Steg mit an, hier auf der Seite. Und dann packen wir dann die zwei Nester, die packen wir dann vielleicht mal nochmal zwei Ebenen weiter hinter. Was sagt ihr? Oder vielleicht mal hier zum Beispiel hier. Da könnten wir gerne was anbauen und dann packen wir dann das Ding hierher. Und dann würde ich mal sagen, zwei Elemente weiter hinten würde dann, ich denke mal, auch die Möwe auf der linken Seite nicht mehr aufscheuchen. Das heißt, wir hätten dann definitiv da noch eine größere Chance, gleichzeitig zwei Möwen zu erwischen. Oh, hier fehlt das Holz. Wir packen voll, was geht. So, ich denke mir, jetzt haben wir alle Planken hier soweit investiert. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen nochmal ein bisschen Seetang raus. Ah, haben wir schon. Okay. Einfach auf die zwei und dann... Und nochmal durch. So, dann hätten wir auf jeden Fall erstmal wieder genügend Glibber. Über 60 Einheiten, das wäre mal gar nicht schlecht. Das kommt raus. Das könnten wir dann drüben hin tun. So viel Zeit muss dann sein. So, was mir aber ein bisschen aufstößt... ja, sei es wie es will. Da drüben kommt wieder eine kleine Insel. Das finde ich richtig süß. Wir waren seit Ewigkeiten auf keiner großen mehr, oder? Was sagt ihr?
Das ist wieder so eine kleine niedliche. Klar, wir fahren die an. Wir fahren die auf jeden Fall an. Wir wollen jede Insel kennenlernen. Wir wollen natürlich jede Insel anfahren. Das ist schon klar. Aber was mir da ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, wo sind denn die großen Inseln? Wenn man jetzt hier auf das Navigationsgerät schaut. Ah, wir brauchen erstmal noch eine Batterie. Dann kommt die nächste große Insel und zwar hier. Nordwesten und zwar 800 Meter. Das heißt, wir fahren erstmal darüber und dann sollten wir da auf der anderen Seite sollten wir eine große Insel finden. Oder? Ist das richtig? Ich denke schon, oder? So, das heißt, wir fahren erstmal die hier an. Ich denke mal, jetzt sollten wir schon drauf zufahren. Ja, da gibt es auch nicht ganz so viel zu holen. Ist nicht schlimm. Wir wollen auf jede Insel, wir wollen jede Insel kennenlernen. Ja, es sind sehr, sehr viele Mats, die uns jetzt wieder verloren gehen. Aber ganz ehrlich, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass wir erstmal hier an der Insel schön anlanden. So. Okay, das passt soweit. Hierhin gibt es wieder auch wieder jede Menge Material. Schaut mal, hier unten drunter gibt es auch wieder ein Riff. Das können wir auch wieder erkunden. Also, es gibt immer, immer wieder viel, viel zu tun. Und dann sind wir auch hier auch schon gleich da. Wo geht die Strömung hin? Die Strömung geht nach... Okay, die Strömung geht von uns aus gesehen Richtung Nordwesten. Das ist richtig gut. Schaut mir, gibt es wieder auch jede Menge Erze. Hier gibt's, wow, was für ein Riesenriff. Und bitte den Anker raus. Okay, jetzt sind wir schon irgendwo dagegen gefahren. Irgendwas habe ich gehört. Ne, wir haben echt das Glück. Oh, schaut mal an. Wahnsinn. Es ist echt der Hammer. Ist man von der einen Insel fertig? Geht man halt dann gleich zur nächsten, oder? Ja, wie gesagt, was ist der Plan für den Raum? Ich würde erstmal den Raum hier soweit fertig machen. Und zwar, ich hatte euch ja gesagt, genau bis hierher. Ne, das wäre hier erstmal Fakt. Den Raum würde ich dann soweit hier fertig machen. Dann würde ich nacheinander gerne das wegreißen und würde das natürlich mit die Fischernetze ersetzen, beziehungsweise mit die Sammelnetze. Auch natürlich hier in unserem kleinen botanischen Garten. Das würde ich natürlich ganz genauso machen. Dann würde ich hier nacheinander die Elemente wegreißen und würde die auf jeden Fall hier, auch natürlich hier, mit diesen Fischernetzen, beziehungsweise diesen Sammelnetzen ganz klar ersetzen. Dazu würde ich hier immer eine Einheit freihalten. Ne, und dann immer wo Platz ist, würde ich natürlich da so ein Sammelnetz einsetzen. Und zwar da, wo diese Redwände gebaut werden, das lasse ich frei. Und immer eins danach kommt dann wieder so ein Sammelnetz rein. So, genug belabert. Wir nehmen noch zwei was zu trinken raus. Prost, Detlef. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Hai. Ha, wir waren eher, mein Freund. Musste eher aufstehen. Dann werden wir den Entsalzer wieder beladen. So, dann wäre das hier schon mal wirklich safe. Dann werden wir in den Ausrüstungsraum gehen. Werden natürlich wieder die Axt schnappen. Ach, schaut mal, hier fehlen wieder Planken. Und wie viele, ne, hier fehlen. Unglaublich. Aber egal, das lassen wir erstmal drinnen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Genauso wie den Seetank. Der spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir schnappen uns jetzt erstmal die Axt. Und laufen erstmal gemütlich auf der Insel rum. Das kommt auf jeden Fall noch in die Ankommenkiste. Hier sind wir schon mal dabei. Das packen wir dann gleich hier rüber. Hier kommt Spezielles. Da packen wir die Federn rein. Stopp, das kommt die untere Truhe. Hier rein. Den Bogen brauchen wir nicht unbedingt. Auch wie den Haken bräuchten wir auch nicht. Aber ist egal, was soll's. So, hier drüben sind dann die zwei Ankommenkisten. Da geht kein Geflüge rein. Und ich glaube hier oben, doch, hier geht's noch. Hier passt es noch rein. Sehr schön. Übrigens sind da unsere Motoren noch drin. So, hätten wir denn... Ja, jetzt ist alles fertig. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist alles durchgeschmolzen. Ich wollte gerade sagen, liegt hier noch was zu essen auf dem Grill? Jawohl, liegt noch drauf. Das heißt, wir packen dich hier wieder rein. Sehr schön. Und wir nehmen hier auf jeden Fall jetzt die rohen Rüben nehmen wir raus. Wir nehmen auch die Kartoffeln raus. Das Problem ist dran, dass wir nicht alles rausnehmen dürfen. Ich sage euch auch warum. Weil wir noch Kartoffeln und Rüben für unsere Rezepte in der Küche brauchen. Das heißt, ich würde mindestens mal sagen, dass wir hier 20 Kartoffeln hier lassen und natürlich auch 20 Rüben, okay? Und die 20 und 20, die benutzen wir dann für unsere Rezepte da drüben. So, das wären hier jeweils 20, das sind roh, das sind unsere Fertigprodukte, das ist alles gut. Und hier hätten wir auf jeden Fall auch noch genügend Zeug, schaut mal, hier hätten wir auch noch Kartoffeln ohne Ende, Wahnsinn.
ist der absolute Wahnsinn. Selbst wenn wir rübergehen und dort drüben mit 3 Kartoffeln anfangen. Ich sag mal, wir machen es andersrum. Wir nehmen genau 10 Stück mit rüber. So, und alles andere lassen wir hier. Wisst ihr auch warum? Weil 10 Stück dort drüben reichen. Wir haben nur ein kleines Gartenfeld. Es ist, man kann erstmal mit nichts anderes dort anfangen. Und dann räumen wir es raus. Runter ins Inventar. Auf die Schnelltasten. Zack, 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 bisschen was angepflanzt. Einmal Wasser geholt, gewässert und los geht's. Und so schnell, wie man da Rüben züchtet, so schnell kann man da gar nicht gucken. Genauso wie Kartoffeln. Und wenn man jetzt noch, kleine Anbauflächen bastelt, und sagen wir mal 5-6 Stück, was denkt denn ihr, wie schnell das hier geht? Das ist der absolute Wahnsinn. Richtig, richtig geil. So, noch ein paar Minuten haben wir Zeit in der Folge. Jetzt laufen wir aber auf jeden Fall mal auf der Insel, oder? Jetzt laufen wir mal hoch. Erkunden zumindest mal über der Wasserlinie die Insel. Auch wenn sie nicht groß ist, schaut mal trotzdem wunderschön. Und es gibt trotzdem Wassermelonen hier drauf. Das ist sehr schön. Das heißt, es gibt auch wieder Wassermelonsamen. Es gibt diese wunderschönen weißen Blumen. Auch richtig, richtig geil. Ich sage immer wieder meine Lieblingsblumen. Nach wie vor, absoluter Favorite. Schaut mal, sehen die nicht geil aus? Diese blauen Teile. Ich glaube, wir probieren mal was. Wisst ihr was? Wir probieren mal was. Reinweg aus Deko-Zwecken auf unserem Raft. Wir probieren das mal. Und zwar würde ich gerne mal so eine kleine Anbaufläche noch bauen. Das machen wir dann noch. Am Ende der Folge heute machen wir das. Oh, sag bloß, das war's schon. Hier unten kriegen wir noch eine rote. Und dann war's das hier schon. Ja, na gut, dann war's das schon. Wir machen jetzt Folgendes. Ich würde mit euch... Hier gibt es noch eine rote. Die sehen auch wunderschön aus, die roten. Aber am besten sehen immer noch die blauen aus, finde ich. Alleine aus Deko-Zwecken würde ich Folgendes versuchen. Und zwar, ich würde jetzt mit euch so eine kleine Anbaufläche bauen. Nicht dann einfach irgendwo rein, dass irgendeinen funktionalen Zweck hat oder irgendwas. Nein. Ich würde das einfach mal bauen und dann würde ich das hier vorne an die Tür stellen. Einfach mal hierher. Und wisst ihr warum? Zeige ich euch gleich. Passt auf. So, jetzt machen wir Folgendes. Kleine Anbaufläche. Wir haben leider nicht genug Palmblätter, um hier diese Seile aus dem Boden zu stampfen. Ist nicht schlimm, wir laufen schnell rein, packen schnell hier die Seile an und dann bräuchten wir 4 Stück und zack, kleine Anbaufläche gebaut. Okay, jetzt hätten wir hier blaue Samen und zwar sind es nur 2 Stück. Jetzt möchte ich aber noch einen gerne mitnehmen. So, jetzt hätten wir 3. So, das können wir auf jeden Fall, das könnten wir alles schon soweit zurückpacken. Soweit es geht. Außer die blauen natürlich. Die brauchen wir noch. So, und jetzt würde ich reinweg zu Deko-Zwecken probieren wir jetzt was. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Klar, das hat keine Funktion. Vielleicht sieht es ja einfach nur ja, richtig hässlich aus, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, jetzt stellen wir hier ein kleines Gartenbeet hin. Dann blauer Samen. Blauer Samen platzieren wir hier. Dann packen wir hier Süßwasser und wässern das. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn das jetzt hier wächst. Weil hier unten gibt es ja noch jede Menge Deko, ne? Da gibt es ja Ablagen, es gibt Tische, es gibt Sitzmöbel. Aber wo sind denn zum Beispiel schöne Töpfe? Ich suche hier zum Beispiel für die Pflanzen, muss es doch irgendwo also kleine, mittlere und große Töpfe geben, oder? Was meint ihr? Es gibt es aber nicht. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht warum. Es gibt es leider nicht. Das heißt, wir müssen uns mit so kleinen Gartenbeeten aushelfen und schauen mal, wie wunderschön die kleinen Blumen schon aussehen. Ist doch einfach nur mega. Gefällt mir total. Ja, das klingt wahrscheinlich ein bisschen kitschig, aber ich sag mal, ein ganz kleines bisschen Deko und gerade durch die wunderschönen blauen Blumen bei uns auf dem Raft, das macht es doch gleich viel, viel wohnlicher, oder? Was meint ihr? Und natürlich, ich habe auch schon eine Idee für unseren eigenen kleinen Raum, wo wir unsere Hängematte aufhängen, wo wir unser Radio hinstellen und so weiter und so fort. Und dann darf natürlich als Deko dürfen Blumen außenrum definitiv nicht fehlen. Also ich hätte dann auch gerne mal so ein... Ich hätte gerne auf der anderen Seite auch so ein Ananasfeld. Das hätte ich auch gerne so hingestellt, weil das sieht auch kurios aus. Diese riesen Teile. Unglaublich. So, die Pflanze. Schaut mal, das gibt wieder 7 Ananassamen. Das heißt, wir brauchen nur 1. Und dann können wir wieder. Dann gehen wir raus an den Entsalzer. Noch was heißt raus? So. Dann füllen wir den wieder auf. Und alles ist gut. Und so wie das aussieht, wachsen die auch relativ schnell. Und dann, wenn die ausgewachsen sind,
wir haben die ernten und werden dann die nächsten drei auch gleich wieder reinpacken. Also ihr seht, das geht richtig, richtig gut. Schaut mal, wie schön die wachsen. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn sie fertig sind. Dazu hole ich euch gleich wieder in der neuen Folge dazu. In der neuen Folge machen wir Folgendes. Wir erkunden hier die Unterwasserwelt. So wie es aussieht, ist das hier mehr als Gold, was hier unten rumschwimmt. Ich bin gespannt, wie viel es Loot gibt. Wir holen auf jeden Fall wieder alles hoch. Und dann schauen wir uns diese Deko an. Ich habe auch noch was festgestellt, und zwar, wir haben noch was vergessen. Nicht in der Küche, sondern wir haben noch was vergessen. Schaut mal, auf der rechten Seite hier oben, hier, befinden sich noch sehr, sehr viele Geschenke. Ich glaube, wir sollten in einer extra Folge oder zumindest mal in einer Folge sollten wir dieses Geschenke auspacken mal mit einbauen. Was seid ihr denn davon? Weil in diesen Geschenken noch sehr, sehr viel mehr Dekorationen von so einem Update drin sind. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht kriegt man da irgendwie solche Töpfe. Wer weiß das schon. Okay, meine Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns riesig freuen. Also Detlef und ich, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Nächste Folge geht's unter Wasser. Mit Ausrüstung, mit allem drum und dran. Das werde ich jetzt zwischen den Folgen tauschen. Und dann bin ich mal gespannt. Dann machen wir eine Lootrunde unter Wasser. Ganz, ganz vielen Dank, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Bye, bye.